أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ich reise diese Woche. Na? Und die Zeit zwischen Asr und Maghrib werde ich im Flieger verbringen. Na? Und da besteht die Gefahr, dass ich nicht im Stehen bete. Na? Soll ich dann zusammenfassen, ungekürzt? Na? Oder soll wie ist das, wenn ich im Flieger bin und das Gebet setzt ein und ich habe nicht die Zeit, wenn ich lande, dass ich dann erst mein Gebet mache? Natürlich, hier ist die Sache, liebe Geschwister, wenn man gezwungen ist, im Flugzeug zu beten, bleibt einem nichts anderes übrig. Oder im Zug oder sonstiges. Aber hier muss man auf zwei Dinge achten. Erstmal, dass man die, was einnimmt, die Qibla. Und zweitens, dass man das Gebet im Stehen macht. Jetzt sagt man, Abul Bara, mach dich nicht über mich lustig. Ich bin irgendwo über Australien, ich sehe unter mir Kängurus, woher soll ich wissen, welche Qibla ich einnehmen muss? Und außerdem kann ich nicht im Stehen beten. Du weißt, wie sie uns sowieso angucken. Deine Aufgabe ist folgende. Du fragst, wenn es möglich ist, das Flugpersonal, wo die Qibla ist. Wenn sie es dir sagen und dir helfen dazu, dann Alhamdulillah, nimm die Position so ein und dann bete nach dieser Position. Wenn du es aber nicht in Erfahrung bringen kannst, dann bete in jeder Richtung und dein Gebet ist gültig, inshallah ta'ala. Und das sind die Aussagen der großen Gelehrten. Was das Sitzen anbelangt, kannst du stehen, weil in einem Teil des Gebets müssen wir stehen. Das ist eine Säule zu stehen. Wenn man sitzt und man konnte stehen, ist das Gebet was? Ungültig. Aber wenn man stehen kann, dann steht man auch in diesem Gebet. Wenn man es nicht darf, weil die Leute es einem verbieten, dann hier in diesem Falle betest du im Sitzen und das Gebet ist inshallah ta'ala gültig. Mafhum? Nein. Es ist auch möglich, dass ich das Gebet zusammenfasse, Dhuhr und Asr? Natürlich, klar. Auf Reise ist es sowieso von der Sunna, dass man die Gebete zusammenfasst. In der Zeit, zum Beispiel, du wirst Dhuhr und Asr zusammenfassen, kannst du es in der Zeit vom Dhuhr oder in der Zeit vom Asr zusammenfassen. Ich bin noch in Berlin. Geht das dann auch? Wenn du in Berlin bist, kannst du die beiden Gebete zusammenfassen, aber nicht kürzen. Okay. Zusammenfassen, aber nicht kürzen. Kürzen kannst du erst, wenn du was hinterlegt hast, eine Reisestrecke von 80 Kilometern.